Hi, ich bin der Günther, ich bin der Bruder. Willkommen zu einer neuen Folge von New Pokémon Snap. Wir haben beim letzten Mal die Lumina-Kugeln bekommen, mit denen wir jetzt rumwerfen können und Pokémon zum Leuchten bringen. Yay! Und ja, was gibt's groß zu sagen? Wir reisen jetzt ein bisschen weiter. Ich gehe jetzt erst nochmal durch den Naturpark bei Tag und guck, was ich da machen kann, bevor wir uns nochmal den Dschungel angucken. Und dann schalten wir bestimmt in nicht so ferner Zeit ein neues Gebiet frei. So. Hier die Scheiße können wir jetzt alles zum Leuchten bringen. Einfach, weil wir es können. Ja, meine Begründungen sitzen immer noch. Okay. Das Ding ist auf einmal ausgerastet. Ja, das Ding snackt noch eine Runde. Also, ein bisschen Ausschau halten, dass wir nichts Wichtiges verpassen. Ja, kein gutes Foto. Irgendwann, irgendwie gibt's hier auch noch eine Quest. Ah, scheiße, renn doch nicht weg, du Haufen. Ja, das Ding habe ich jetzt zwei getroffen, aber... Scheiße, das Emolga habe ich nicht erwischt. So, das Foto habe ich allerdings. Ich brauche noch ein gescheites Pikulente. Das könnte okay sein. Dann halt nicht. Die sind wohl scheu, die wollen nicht fotografiert werden. Ja. Perfekt oder nicht perfekt. Servus, du leuchtest. Gute Info, ich weiß. Also, hier sind noch welche von den Viechern. Oh, sehr schön. Wie kann ich diese Frucht runterholen? Oh. So, das war hoffentlich okay, das Foto. Das Ding pennt halt. Wunderbar. Oh, das war knappes Timing, aber müsste eigentlich ganz gut geklappt haben. Ja, also bei Nacht konnte man mehr Zeug machen. Okay, das war ganz gut, denke ich. Boah, Schisser. Ja, ich weiß, dass ich gleich am Ziel bin, aber... So, da noch mal ein bisschen was abholen und das kriegen wir nicht mehr. Dann sind wir mit dem Durchgang durch. Deswegen heißt er ja auch Durchgang. Machen wir weiter. Also, haben wir irgendwas sinnvoll? Ich glaube, irgendwie Fotos waren nicht so toll gerade. Aber mal gucken. Ja, die sind alle halt deutlich schlechter als das, was wir da schon haben.
Das ist halt eine ganz andere Pose. Ich glaube zwar, die wird nicht gut sein, aber... Das ist ganz nice und haben wir auch noch keins von der Sternzahl. Ja, das sind halt alles keine wirklich tollen. Das ist nur ein Stern? Was? Warum? Das sind zwei, warte. Bei Tangolos haben wir schon ein und zwei, oder? Ja. Warte, doch. Es ist schön für dich. Das ist besser. Und das da. Ja, die sind alle nicht so toll. Also, Nacht lief besser. Und die Wertungen werden auch dementsprechend ausfallen, glaube ich. Hier gönnen wir uns nicht die ganze Zeit die Diamantsterne. Hier gönnen wir uns einen Scheißdreck. Oh, aber einmal haben wir sie. Und das ist auch zumindest besser. Ja, sind beide Diamanten. Ich muss sagen, ich finde das ein bisschen besser, deswegen nehme ich das. Oh, mir fehlt nur noch 4 Sterne. Es war Roness auf Diamant, dann habe ich bei dem alles Diamant. Ja, ist ein bisschen besser. Ja, das ist keine Frage. Ungefähr halb so viele Punkte. Und du willst mir jetzt wirklich sagen, dass das schlechter ist? Meinetwegen, aber... Okay, das ist besser als mein voriges. Das ist... Wow, die nehmen sich ja sehr viel, diese Fotos. 3 Punkte. Ja, das ist tatsächlich ein gutes Stück schlechter. Aha. Verstehe ich nicht ganz, aber meinetwegen. So, gibt noch ein paar Punkte, aber vermutlich nicht genug fürs Level. Ja. Nicht im Ansatz. Wir gehen wieder zum Dschungel. Und gucken, ob wir da dann mit dem Leuchten mehr hinkriegen. Also komm, lass mich weiter zocken. Erstmal am Tag. Nacht werden wir wahrscheinlich dann trotzdem direkt danach machen. Auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass wir nach dem Durchgang langsam mal was Neues freischalten. Ja, das war, glaube ich, decent. Und hockt das Ding noch hier drüben? Nein. Da fehlen mir dann immer noch gute Fotos. So, hier gibt es jetzt wahrscheinlich neues Zeug zu entdecken. Gehört sich aber auch so. Ja, ich muss aber sagen, das Leuchten gefällt mir besser bei dem hier. Einfach vom Farbton her. Ja, den habe ich jetzt verpasst, weil ich mich auf das Aber konzentriert habe, das auch nicht gut passt. Ach so, diesmal verpisst sich, anstatt hier irgendwas anderes zu machen. Okay, bei dem Ding läuft anscheinend. Weiß nicht in welche Richtung, aber laufen tut's. Tja. 3, 2, 1, weiter. So. Mal gucken. Alter, es ist halt schon belastend.
Ich hoffe einfach, dass es halbwegs klappt jetzt. Ich hab mal eine ganze Weile gewartet. Und ja, wenn das Ding innerhalb der nächsten Minuten nochmal abschmiert, habe ich ehrlich gesagt auch keine Ahnung, was ich noch tun kann. Die Folge ist halt auch, hat gefühlt gerade erst begonnen, also lang wird die nicht, das kann ich euch jetzt schon sagen. So, dieses Mal gucken wir mal nach dem Tukanon, das tatsächlich ohne Hilfe schon glitzert, jetzt nicht mehr. Dann komm, zeig mal. Meinetwegen, dann halt nicht. Kann sein, dass ich wirklich mit der Blume irgendwas hätte machen müssen, aber ich habe gerade keine genaue Ahnung, was das Problem war. Und es ist mehr Standard geht nicht, Diggi. Hör auf, da so dich zu freuen. Letzte Folge. Manche Leute wissen nicht, wie man das Ding auf 3 Sternen bekommt. Ja. Interessant. Oh, hi. Alter, seht ihr meinen Aimbot? Apropos Aimbot. Los, spring ins Wasser. Ich brauche das Bild. Ich hoffe mal, das hat gezählt. Wenn nicht, bin ich pisst. Weil komm, dit war doch gut. Da scheint nichts Großes zu passieren durch. Ich habe wirklich das Gefühl, einfach dieses Game auch im Dock-Modus überlastet die Switch komplett. Die läuft da komplett heiß. Das Spiel ist einfach zu krass für die Konsole. Ja, dann verpisst euch mal, wir sind fertig. Mal gucken, wir haben, denke ich, 1-2 decent Sachen mitnehmen können. Dann, komm, lass mich nicht so lange warten und laber nicht. 10 Pokémon fotografiert stand da. Hier, 3 Sterne Vivillon. Papinella. Welches nehme ich? 2 Sterne vielleicht. 2. Wunderschön. Der Vater soll jetzt hier danach sofort gegeben. Das nehme ich definitiv. Ich gucke mir die lieber selber an. 2 Sterne A-Bock habe ich nicht. Nee. Ja, wir haben das ist halt, ne? Das hat 3. Ich habe ein 4 Sterne. Ja, das mit dem Springen. Perfekt. Ja, da habe ich nur 1. Oh, das ist 4? Was? Als ob das 4 Sterne waren. Ich nehme mal das. Zu Kanon habe ich ein paar 3er. Ja, das. Also, wenn dann das. Und dann habe ich das da. Ja, das war von den Werten her ein guter Run von den Sternen. Mehrere 4er. Jawohl, das reicht für Diamant. Ja, das Frohball war nicht so toll, aber Arbok war auch echt nicht gut, aber zumindest die 2 Sterne sind's.
Ja, scheiß Foto. Das... Ja, ich glaube jetzt auch nicht so toll. Oh, gutes Stück besser als ich dachte. Ja, das ist geil. Reicht auch für Diamant. Griffel. Oh. Irgendwie habe ich gedacht, das wird reichen, aber nein. Es sind nur 3800. Vivillon. Da bin ich mal gespannt. Nee, das ist nicht so gut. Aber ey, 4 Sterne. Ja, das ist tatsächlich besser. Oh. Habe ich nicht mitgerechnet. Und davon habe ich erst 1. Also auf den Stern. Dementsprechend war ganz gut. Punkte 26.000. Es geht offensichtlich immer noch nicht weiter. Na dann, ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal den Dschungel bei Nacht durch und dann beende ich auch die Folge. Kann sein. Ja, unten in der Ecke stand gerade aber auch, lass nochmal zu allen Strecken zurückkehren und die benutzt. Vor allem, ich hoffe, Stufe 2 ist es nicht, weil die habe ich noch nicht. Ja, ich meine, Spielzeit freischalten. Ach so. Naja, das werden wir jetzt, denke ich, tatsächlich schaffen. Da bin ich optimistisch. Pass auf dich auf, als ob irgendwas in dem Game passieren könnte. Ja, verpiss dich halt. Das war ganz decent. Okay, dann verfehle ich halt nochmal. Hä, welches Sagebock? Lass das deinen Baum neben dem Kleopatra schlägt. Ich will erstmal. Hä, warum Fragezeichen? Was für Fragezeichen? Das hat jetzt wirklich die Ariados nicht registriert, oder was? What the fuck? Naja, hier ist nicht so viel los. Da hinten sehe ich ein Viech. Es ist ein bisschen mies. Aha. Es ist ein bisschen mies. Die habe ich ja letztes Mal schon gesehen, aber ich habe es nicht gereiht, den Weg zu nehmen. Was geht hier? Ah, hier kann man bessere Ariados-Fotos schießen. Ah, guck doch nicht jetzt weg. Das war decent. Und damit haben wir dann hier noch ein paar ganz coole Dinger. Jo, beschweren tue ich mich nicht. Also, was kann ich noch so finden? Sieht das dann nur aus wie ein Pokémon? Sah für mich zumindest ein bisschen so aus wie eins. Und es sind auch welche. Aha. So. Leuchten hier ein bisschen. Allgemein, gefühlt machen wir gerade dieselben Fotos, nur dass das Zeug leuchtet. Ja, schade, hätte besser sein können mit dem Timing. Ich wollte das Ding im Sprung erwischen. Also, hier gibt's auch noch eine Kristallblume, weiß ich. Ach, die springen ja vom Scan-Geräusch. Kannst du das nochmal machen?
Ja, war nicht so toll, glaube ich. Och, dreh dich doch nicht weg. Die Blume scheint da nichts zu bringen. Das Ding leuchtet sowieso schon. Wer von euch will einen Apfel? So soll das doch. Und hier, du kriegst auch einen. Ich habe wieder ein fast genau gleiches wie letztes Mal. Nochmal kurz einmal drehen, gucken, ob hier irgendwas zu sehen ist. Ja, wir haben nicht wirklich Neues bekommen in dem Run. Dieses Mal ist es tot und leuchtet. Ja, das könnte ganz cool sein. Und die Höhle ralle ich nicht ganz. Naja, das Neon kehrt dann zurück. Wir haben die Runde geschafft. Andere Frage, wie schafft man die nicht? Man kann nicht verlieren in dem Game. 51 Fotos für 7 Pokémon, aha. Wir haben 1-2 Sterne und sonst nur 1 Sterne Bilder. Ich glaube, das ist ganz cool, aber... Ach, die Ariados hat's aber trotzdem angenommen. Irgendwie. Die sind halt scheiße, die Fotos. Wir haben 8-3 Sterne. Ich nehme aber das hier, weil 2 fehlt uns. Ja, die sind alle nicht so besonders. Wir haben kein 2-Sterne-Carpador-Bild, dann nehme ich das. Da nehme ich das. Und das Morlord haben wir. Beide 3. Welches nehmen wir? Welches sieht besser aus? Und dann mal gucken, was der alte Sack an uns erzählt. Ich glaube, die waren nicht so toll. Reich, ich muss sagen, ich finde das besser und da beide Diamant sind, nehme ich das. Das ist Bullshit, das Foto. Das ist your. Ne. Haben wir halt noch nicht auf 2. Und das ballert. Oh, und wir haben diesmal die Diamantsterne für Morlord. Das ist sehr gut. Für ein Level-Up reicht's auf jeden Fall, ansonsten schlag ich dich. Ja. Dschungel bei Nacht, Level 2. Ach, jetzt gibt's übrigens auch mal Neuigkeiten. Perfekt. Schalten wir endlich das nächste Areal frei? Das hören wir uns noch an, diese Folge. Komm, gib mir neues Areal. Ich weiß, das nächste ist cool. Ich weiß zwar schon, was wahrscheinlich mein Favorit ist. Ich kenne schon einige aus dem Game. Aber ja, lasst uns anfangen. Und ja, wir finden jetzt dahin. Ach, gleich 2 neue? Können wir jetzt gleich zu 2 neuen? Was? Wir können jetzt zu weiteren Orten aufbrechen. Ich habe 2 neue Teleportierpunkte ausfindig gemacht. Oh echt, wo denn? Ah, die Wüste geht jetzt schon. Einer befindet sich auf dieser länglichen Insel und der andere mitten im Meer. Ins Meer ist der Captain Vince nie vorgedrungen, oder? Der Wahnsinn. Ich überlasse es euch, in welcher Reihenfolge ihr die Orte erkundet. Strengt euch weiterhin an. Ich denke, wir gehen zuerst in die Wüste, weil auf den Strand bin ich mehr hyped und ja. Das war's mit dieser Folge von New Pokémon Snap. Nur ein...